Mit Lorch Connect hat der User die Möglichkeit, den Status quo seiner gesamten Schweißfertigung mit einem Blick einzusehen. Hier sieht er dann alle Kennzahlen wie Lichtbogenzeit, Verbrauchswerte, Kosten seiner gesamten Schweißfertigung. Und das Ganze sogar aufgeteilt auf Aufträge, Bauteile oder einzelne Schweißanlagen. Wenn ich Maßnahmen abgeleitet habe, um die Produktivität bestimmter Bauteile zu verbessern, kann ich mit Lorch Connect auch sehen, hat meine Maßnahme gewirkt, hat tatsächlich eine Verbesserung für meine Schweißfertigung gebracht. Durch Problemstellungen auf Kundenseiten wie steigender Wettbewerbsdruck, steigende Variantenvielfalt oder auch das ganze Thema Lean Management wird es immer wichtiger, neben der reinen Dokumentation seiner Schweißparameter und seinen Verbrauchswerten auch eine offene Sicht in seine Fertigung zu haben, sprich die Produktivität seiner gesamten Wertschöpfungskette einsehen zu können. Die Problemstellungen, die ich zuvor aufgezählt habe, sind natürlich schon älter, die gibt es schon länger. Und die treffen große und kleine Unternehmen gleichermaßen. Natürlich versucht man diese Probleme auch ohne Internet of Things, also ohne die Digitalisierung der Schweißfertigung zu lösen. Die Herausforderungen, die man dabei hat, sind natürlich groß. Man braucht eigene IT-Infrastruktur, lokal betriebene Software, um die sich auch jemand kümmern muss. Dieser hohe Aufwand, den konnten sich seither eigentlich mehr die Großen leisten. Durch neue Technologien wie Cloud Computing, wie bezahlbare Hardware, eröffnet sich jetzt eine andere Möglichkeit. Man muss sich vorstellen, der gesamte Speicherplatz, die Rechenleistung, all das ist jetzt durch Cloud Computing flexibel nutzbar. Aber auch für die Großen ist es natürlich ein Vorteil. Man kann also sagen, dass jetzt sowohl groß als auch klein irgendwo eine Chancengleichheit hat, um das Thema Digitalisierung zu starten. Schnell, einfach und wirklich risikofrei. Stellen wir uns mal eine typische Schweißfertigung beim Endkunden vor. Dabei ist es nicht üblich, dass alle Anlagen, die dort stehen, vom selben Baujahr und auch vom selben technologischen Stand sind. In der Regel ist es ein Mix aus alten und neuen Geräteserien. Mit Lorch Connect und vor allem in unserem Lorch Connect Gateway gelingt es uns aber, Anlagen verschiedener Geräteserien und verschiedener Baureihen auf denselben technologischen Stand zum Thema Digitalisierung zu bekommen. Und dabei sind wir rückwärtskompatibel bis zu 10 Jahre. Mit dem Motto Verbinden, Schweißen, Glasen driften wir es eigentlich auf den Punkt. Das sollte eigentlich keine Doktorarbeit sein, vor allem nicht für den Anwender. Dem Anwender geht es darum, seine Daten zu haben, klar zu sehen. Dem Anwender geht es nicht darum, komplex die Schweißanlage mit dem Internet zu verbinden, sondern die Verbindung ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Und genau darauf haben wir auch den Fokus gelegt, auf den Nutzen für den Endkunden. Und genau das ist uns mit Lorch Connect an dieser Stelle auch sehr gut gelungen.